Mahlzeit. Ich muss ja heute mal die News so ein bisschen on the fly machen, weil wir gerade im super duper Deluxe Stress sind. Wie der eine über Facebook, Twitter oder Instagram schon mitgekriegt hat, machen wir gerade ein Event nach dem anderen. Deswegen ist bei mir videotechnisch gerade, muss hinten ran stehen. Deswegen auch bin ich relativ unvorbereitet, was die News betrifft, aber halb so wild. Das kriegen wir noch auf die Kette noch. Wo fange ich an? Genau. Also wer mir auf Twitter, Instagram oder Facebook folgt, der wird das auch so mitkriegen, dass wir gerade ein Eis nach dem anderen haben. Das liegt daran, dass ab Mai der klassische oder ja, die klassischen Hochzeitsmonate anfangen und wir ein Eis Einsatz und Sektempfänge Deluxe machen müssen nach dem anderen. Das heißt, wir hatten nämlich gestern Eis, vorgestern Eis. Oh, das ist ja Mittwoch schon wieder. Vorgestern Eis. Morgen haben wir schon wieder einen Sektempfang. Übermorgen haben wir auch schon wieder was. Diesen Monat ist termintechnisch die pure Hölle. Hinzu kommt noch, dass ich jetzt mich in den letzten Tagen videoschnitttechnisch nochmal schlau gemacht habe. Und ich werde auch jetzt wieder wechseln. Das heißt, dieses Video hier, das wird das letzte Video sein, was ich mit Kadian Live unter Ubuntu schneide. Weil ich jetzt bei Kadian Live im Prinzip an die Grenzen komme einfach. Ich möchte gerne mehr, das Programm gibt aber nicht mehr her. Dann habe ich jetzt überlegt, ob ich Apple oder Windows wieder nehme. Ich bin ja seit Windows 7 eigentlich komplett weg von Windows, wobei mir das Betriebssystem eigentlich völlig wurscht ist. Wichtig ist, ich kann damit arbeiten und das muss das machen, was ich will. Und das macht das Programm jetzt nicht mehr, sondern halt eben nur so normale Schnittsachen. Ich will aber mehr machen, mehr Sachen, mehr Effekte, mehr fancy Klamotten und mehr hochwertig. Color Grading, bla bla bla. Seht ihr dann praktisch ab den nächsten Videos. Deswegen habe ich mich jetzt dazu entschlossen, wieder auf Windows zu wechseln, weil Apple will ich nicht, weil ich mir dann auch erstmal andere Hardware kaufen will, was für mich einfach völlig zu teuer ist und auch völlig unnötig, weil es auch unter Windows gute Schnittprogramme gibt. Für den, der es interessiert, ich werde mir wahrscheinlich Magix Video X werde ich mir holen, weil das doch ein bisschen besser noch ist wie Magix Premium Deluxe. Ich habe mich da mit diesen ganzen Varianten dürfte so relativ die finale Version sein. Dann sieht man schon im Hintergrund, dort habe ich mir vom letzten Sperrmüll zwei Lattenroste mitgenommen, denn es gibt wieder ein cooles Projekt. Und zwar, wenn ihr auch Bock habt auf eine coole, stylische Sonnenliege für den Balkon oder für den Garten oder so, dann solltet ihr auf jeden Fall beim nächsten Sperrmüll mal die Augen aufhalten und hier so zwei Lattenroste. Zwei deswegen, weil immer logischerweise ja zwischen den Latten ja immer Platz ist. Das brauchen wir bei der Sonnenliege nicht. Das heißt, wir müssen die ganzen Latten ja näher zusammen machen. Das hat den Vorteil, die Latten sind erstmal, oder Lattenrost, weiß jeder, die sind schweineteuer. Wie gesagt, die Dinger sehen aus wie nägelnagelneu. Wenn ich die umdrehe, dann habe ich eine ganz normale Holzoberfläche und die federn ja auch logischerweise, was ja für den Sitzkomfort dann wieder ganz, ganz super ist. Ja, die kosten halt nichts. Und sie haben halt eben auch schon die passende Breite, die ich brauche. Da kommt also, sobald ich Zeit habe, gartentechnisch, kommen gleich noch auf den Garten, kommt da ein cooles Projekt mit so einer Sonnenliege aus zwei alten Lattenrosten. Also, wer da auch Bock drauf hat, der kann beim nächsten Sperrmüll schon mal sich zwei so Lattenroste besorgen. Die findet man ja häufiger mal da. Und die Dinger, die sehen sogar aus wie, wie nigelnagelneu. Lagen hier vor der Tür sogar. Hab ich gedacht, oh, die steckst du sofort ein. So, zum Garten. Jetzt kommen wir zum Garten, weil viele auch mich angeschrieben haben. Wann geht es denn endlich mal wieder im Garten los? Oder Gartenwarte. Wir waren letztens schon im Garten, und zwar am Muttertag waren wir im Garten. Sonst aber auch eigentlich gar nicht. Nicht daran, dass wir sehr viel arbeiten, logischerweise. Wir waren im Garten und wir haben ja, ich habe ja vom letzten Inkbird-Test, hatte ich ja einen Pulled Pork gemacht. Das habe ich dann einvakuumiert. Und der Vorteil ist ja bei Pulled Pork, das ist auf der einen Seite ja super, super, duper aufwendig, weil es ja, das Pulled Pork war jetzt, wie lange waren das drauf? Ich glaube 16 Stunden oder so, es dauert also sehr lange. Ich kann aber in dem El Fuego, in dem Smoker, kann ich ja drei Pulled Pork auf einmal machen. Kann die logischerweise dann auseinanderpullen und dann einzeln, so wie ich es brauche, portionsweise einvakuumieren. Das haben wir dann auch im Garten gemacht. Haben das und dann muss man jetzt im Garten logischerweise einfach nur, ich habe jetzt den Felgengrill genommen, einfach einen Topf mit Wasser und dann habe ich das Ganze halt eben da aufgewärmt und es schmeckt wie frisch vom Grill so ungefähr. Das ist der Vorteil bei Pulled Pork. Es ist auf der einen Seite super duper aufwendig. Auf der anderen Seite, wenn man aber, sag mal, jetzt 6 Kilo auf einmal macht, kann man sie schön einfrieren. Das ist ja fertig gegrillt, hält also bei Schweinefleisch mindestens locker ein halbes Jahr. Also kriegt man das durch die Saison mit Sicherheit locker auch weg oder so.
Was haben wir denn sonst noch im Garten gemacht? Sonst haben wir gar nichts gemacht. Genau, der Tim war noch da im Garten. Der hatte uns vorher noch einmal netterweise den Rasen gemäht. Sonst haben wir eigentlich nur nichts gemacht und waren auch wieder gar nicht im Garten, also nicht mehr. Das soll jetzt demnächst aber wieder kommen, wenn es wieder, ich sag mal, ab Juli wird es auch bei uns wieder ruhiger, glaube ich. Oder Ende Juni, Anfang Juli. Dann haben wir auch nicht mal wieder mehr Zeit für den Garten und dann kommen auch dann hier solche Projekte für, solche Geschichten. Aber vorher schaffe ich das irgendwie nicht. Dann genau die Auflösung von den Bratwurstrollern. Ich habe das mal gerade gemacht eben, ich habe es jetzt noch aufgeschrieben, die Gewinner, weil ich jetzt hier unten kein PC zur Verfügung habe. Da gibt es ja so einen random Comment Picker und alle, die halt eben den Hashtag Bratwurstroller genutzt haben, die bekommen jetzt auch einen. Und zwar ist es einmal Sven Petzelt, dann ist das einmal der Hendrik Tixier, und der Herr Nagel, genau. Schreibt mir am besten mal über YouTube, über diese Nachrichtenfunktion, eine Nachricht mit Adresse, damit ich euch das Ding zuschicken kann. Oder halt eben über die pommes-man.de Seite. Da im Impressum ist meine E-Mail-Adresse auch verlinkt. Also wie auch immer. Sollte sich dann einer nicht melden innerhalb der nächsten, ich sag jetzt mal, ein, zwei Wochen, dann verlose ich das halt logischerweise nochmal weiter. Apropos Verlosung, ich habe noch was zugeschickt bekommen. Das muss ich in den nächsten Tagen noch abdrehen. Wie gesagt, ich bin eigentlich nur am Drehen, kommt zu nichts eigentlich. Da gibt es noch ein Giveaway. Das heißt, es gibt noch eine Verlosung. Und zwar kann ich diesmal 5 Stück verlosen. Wovon verrate ich noch nicht. Sieht auf jeden Fall sehr cool. Also dranbleiben lohnt sich auf jeden Fall. Da gibt es noch eine Verlosung demnächst. Dann, was war denn noch? Ach ja, da war ja noch, ich war beim André gestern. Und zwar bin ich gestern das allererste Mal Elektroauto gefahren. Auch sehr cool, sehr geil. Ich bin von VW den E-Up gefahren und davon gibt es dann in den nächsten Tagen auch noch ein etwas längeres Video. Genau, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr euch für Elektroautos interessiert und wie lange ihr das Video haben, also wie ausführlich, weil wir haben sehr viel gedreht, wir sind auch mehrere Stunden durch die Gegend gefahren mit dem Auto. Fand ich, an sich bin ich ja für Elektrosachen, da ist ja noch meine fahrende Bierkiste, bin ich ja für solche Geschichten immer auch sehr offen und auch sehr interessiert, gerade sowas, diese ganze Elektro-Geschichte, sag ich mal, also Elektrofahrzeuge, Hybridfahrzeuge und so weiter, alles, bin ich ganz interessiert dran. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob das Video euch interessieren würde, also beziehungsweise wie ist es mit Elektroautos, habt ihr da Bock auf, habt ihr Interesse daran? Ich habe das auch im Hinblick darauf getestet, dass solche Sachen oder solche Autos, Fahrzeuge ja auch als Lieferfahrzeuge verwendet werden, das heißt Pizzadienst, Pommes Currywurstdienst, Lieferservice und so weiter. Ob ihr da so ein detailliertes, ich habe jetzt kein Review gemacht, das ist eigentlich ein Vlog-Style, aber das Review macht der André auf seinem Kanal, aber zumindest, dass ihr mal mir in die Kommentare kritzelt, ob ihr das gerne ein bisschen länger ausführlich haben wollt oder wollt ihr es besser komprimierter haben, dann kann ich das, weil ich das noch nicht geschnitten habe, wie gesagt, das mache ich dann logischerweise dann unter Windows mit dem neuen Programm, schneide ich das dann kann ich euch das Video demnächst, aber wie gesagt, es wird alles sich so ein bisschen verzögern jetzt, weil ich das nicht weiß, wie ich das alles drehen soll, weil der Terminkalender bei mir nämlich Deluxe voll ist. So, wo waren wir denn noch stehen geblieben? Ich musste noch irgendwas zeigen, genau. Ich blende jetzt noch mal ein paar Fotos ein und zwar hat mir welche über Twitter, jetzt finde ich das auch logischerweise nicht auf die Schnelle wieder, weil ich jetzt hier so relativ unvorbereitet bin, hatte mir noch jemand ein Bild geschickt für eine Palettentür, die fand ich auch ganz geil. Und dann hatten wir noch welche, ich weiß jetzt gar nicht, ob es teilweise waren so Bilder, aber auch welche Sachen geschickt wegen der Grillsoße, die auch ganz gut angekommen ist, oder auch wegen den Flammkuchenpommes nochmal. Das mache ich demnächst auch nochmal detailreicher. Und wenn es dann im Garten jetzt demnächst wieder losgeht, wollen wir auch endlich mal unsere Salzzitronen, ne? Der eine oder andere weiß es noch. Will ich da die Salzzitronengeschichte auch noch dann endlich mal auflösen, beziehungsweise dann mal probieren das Ganze. Das machen wir also auch demnächst, genau wie im Elfo Ego wollen wir noch Flammlachs machen und noch andere Geschichten. Ja, das wollen wir auf jeden Fall noch machen. Ja, und dann mache ich jetzt erstmal hier einen Break, weil ich logischerweise jetzt gleich noch Daten sichern muss, Ubuntu runterschmeißen muss und dann Windows installieren, damit ich dann mich mit Magix Video X da irgendwie vertraut machen kann, damit ich die nächsten Videos dann pünktlicher oder schneller machen kann. Ja, und dann ist bei mir halt eben noch das Übliche. Ne? Nebenarbeiten, ganz viel Putzen, ganz viel Aufarbeiten noch und Buchführung, tralala, man kennt das. Als Selbstständiger ist man eigentlich immer selbst und ständig und immer arbeiten.
arbeiten und wenn man dann ganz viele Termine hat, dann muss irgendwas hinten ranstehen und ja, das ist halt leider so. ja, das war es im Prinzip für heute und ich würde sagen, wir sehen uns in aller Frische, in dem neuen Videostil sehen wir uns dann wieder. Und bis dahin.